Hallo, ich bin Martin Mühlner. Radio Ruhr wird 20 Jahre alt und den Sendestart, den gab es am 19. September 1992 hier in Jülich. Unsere Reporter sind täglich im Einsatz und berichten aus jeder Stadt und jeder Gemeinde. 20 Jahre, das sind mehr als 7000 Tage Programm für die Menschen entlang der Ruhr. Jeden Tag entscheidet die Redaktion aufs Neue, welche Themen unsere Hörer bewegen. Reporter, Moderatoren und Redakteure arbeiten Hand in Hand und haben ein Gespür für die bestmögliche Umsetzung im Programm. Auch deshalb schalten die Menschen im Kreis jeden Tag immer wieder unseren Sender ein. Das belegen auch die statistischen Erhebungen. Radio Ruhr wird immer wieder als reichweitenstärkster Sender entlang der Ruhr ausgewiesen. Kulthits und das Beste von heute. Und das Beste von heute. Der beste Mix, das ist der beste Mix. Radio Ruhr. Gute Fahrt weiterhin. Radio Ruhr am Morgen. Marc Plätzer. Guten Morgen. Die Jülicher werden bald zu so etwas wie die Fischerchöre des Kreises Düren. Ja, so könnte man sagen, Singen ist klasse, heißt eine neue Aktion. Und damit will man in Jülich Singen wieder populärer machen. Wir berichten gleich um 10 nach 7. Minuten vor 11. Radio Ruhr Verkehr. Melden Sie Staus und Blitzer. Die kostenlose Radio Ruhr Verkehrshotline erreichen Sie unter der 0800 50 80 110. 0800 50 80 110. Vielen Dank, gute Fahrt. Es ist 6.30 Uhr. Radio Ruhr Nachrichten. Mit Dirk Zirke. Guten Morgen. Der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt hat der UFO-Chef angekündigt. Und jetzt das Wichtigste für den Kreis Düren. Beim diesjährigen Dürener Stadtfest setzen die Veranstalter der IG City verstärkt auf Sicherheit. Grund ist der Nachrichtenredaktion. Alle lokalen Nachrichten auch über die Radio Ruhr Smartphone-App und radioruhr.de. Jetzt Wetter und Verkehr mit Martin Mühlner. Dankeschön, Vicky. Das Radio Ruhr Wetter. Morgen von früh bis spät Sonne und dazu 20 Grad am Ruhrsee und 25 Grad in Linnich, Düren und Niederzier. Am Sonntag und in der neuen Radio Ruhr am Nachmittag. Mit Mareike Dütz. Ich sag's Ihnen, der nächste Superstar, der kommt aus dem Kreis Düren. Wir haben so tolle Bewerbungen für den Musikpreis 2012 bekommen. Rockröhren sind dabei, Balladen-Dahinhaucher und Metal-Song-Gröler. Ich bin gespannt, was noch... Am Freitagabend die große Radio Ruhr Geburtstagsparty Deluxe in der Endart in Düren. Tickets gibt's bei uns im Netz auf radioruhr.de. Ich freue mich auf Sie. Und wir machen jetzt 20 Jahre weiter. Radio für den Kreis Düren.